Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Star Stable Online auf Kali Gaming mit Tiffany Comitstar. Ja, ich habe jetzt endlich das freigeschaltet hier beim Geburtstag. Ja, ich habe Melody heute noch nicht gepflegt. Sorry dafür. Boah, die Musik ist hier so laut. Ich lasse es erstmal so. Ich habe ja gestern Vorpinter freigeschaltet und scheinbar war das der springende Punkt, das, was ich noch machen musste, um hier das mit der Festverantwortlichen zu machen. Es ist zwar eine Eventquest, trotzdem lese ich das natürlich nochmal vor. Star Stable wird ein Jahr älter. Zeit, das zu feiern. Wie wäre es mit einer Schnitzeljagd? Auf ganz Jorvik sind goldene Hufeisen versteckt, die du einsammeln kannst. Wenn du 5 gefunden hast, kannst du sie gegen ein Geschenk eintauschen. Es gibt viele Geschenke, also viel Spaß bei der Suche. Und du kannst mir glauben, diese Geschenke sind echt super. Ich bin ganz neidisch. Die goldenen Hufeisen können in oder rund um Moorland, Silverglade, Vorpinter, Whaledale und Firgrove gefunden werden. Wenn du in einer Gegend gerade keine mehr entdecken kannst, dann such woanders weiter. Ich habe so viele goldene Hufeisen versteckt, es gibt also mehr als genug. Ja, genau. Und jetzt können wir nämlich hier auch die Hufeisen einsammeln. Ich weiß noch gar nicht, wo will ich denn heute... Boah, es gibt so viele Quests, das ist einfach nur Wahnsinn. Ich meine, früher hätte es nicht so viele Quests gegeben. So direkt am Anfang. Guck, da ist direkt eins. Ich finde jetzt das Set nicht wirklich so mega toll, aber ja, es ist okay. Ich überlege, ob wir vielleicht zu Thomas zurückreiten sollten. Dass wir da erstmal mit den Quests weitermachen können. Bezüglich Dingenskirchen, dass sie Silverglade freischalten, oder? Oder wollen wir zu May? Wir könnten noch erstmal... Wisst ihr was? Wir reden erstmal mit May. Mach mal das erstmal. So. Zeit einkaufen zu gehen oder die unglückliche... Ach, das haben wir ja auch noch. Stimmt ja. Ach Gott, stimmt. Ja, das mit dem Einkaufen, das war, glaube ich, das Shopping Center, oder? Boah. Wollen wir erstmal die Kuh machen? Ich glaube, wir machen erstmal die Kuh. Tiffany, wir scheinen Probleme mit Rosie, der Kuh, die dort hinten steht, zu haben. Sie hat sich in letzter Zeit komisch verhalten. Sie lässt ihren Kopf hängen, als wäre sie traurig oder so. Die Tierärztin war hier, aber konnte nichts feststellen. Ich bin mir aber sicher, dass etwas nicht richtig ist. Und ich kann es nicht aushalten, sie so zu sehen. Mir fällt gerade ein, dass Frau Holdsworth ein Händchen für Rindvieh hat. Sie hatte eine eigene Farm, als sie jung war. Sie erzählt noch oft Geschichten über die Kühe, die sie hatte, als wären sie alle Freunde von ihr, mit eigenen Persönlichkeiten. Vielleicht weiß sie, wie wir Rosie aufheitern können. Kannst du bitte mit ihr sprechen? Natürlich, das machen wir. Ich werde mal ganz kurz... So, Club-Einladung kann ich ja nicht mehr kriegen. Da schalten wir mal stumm. So, ich bin übrigens jetzt gerade zu der Zeit, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, bin ich noch auf 5 unterwegs. Hufeisen. Ich bin jetzt gerade noch auf 5 unterwegs. Dann, wenn ihr dieses Video seht, werde ich aber schon wechseln. Das heißt, tatsächlich, wenn ihr seht, ich bin gerade auf dem und dem Server, bin ich schon auf einem anderen Server unterwegs. Dann bin ich tatsächlich schon auf einem anderen Server unterwegs. Hi, Spirit. So. Frau Holdsworth. Oh, hoffentlich kriege ich die Stimme wieder so wie beim letzten Mal. Du sagtest, die Kuh ist traurig und du willst, dass ich sie aufheitere? Ich hatte mal genau das gleiche Problem mit einer meiner Kühe. Ihr Name war Wendy und sie hat die traurigsten Augen der Welt bekommen. Sie stand in der Ecke, als wäre alle Hoffnung verloren. Aber ich habe sie geheilt. Kannst du dir vorstellen, was ich gemacht habe? Ich habe mich daran erinnert, dass sie einmal aus dem Gehege weggelaufen ist und ich sie in meinem Garten gefunden habe, wo sie Löwenzahn gefressen hat. Ich habe also Löwenzahn gepflückt und ein Gebräu daraus gekocht, das ich dann Wendy vorgesetzt habe. Es hat wahre Wunder gewirkt. Warum versuchen wir nicht das Gleiche mit deiner Kuh? Bring mir 5 Löwenzahn und ich koche sie ein. Okay, der Löwenzahn war doch sowieso hier vorne vor. Das war doch auch das, was wir immer einsammeln mussten. Was wir immer einsammeln müssen, wenn hier das Event ist mit dem Dingenskirchen. Ah, wie heißt es noch gleich? Mit Ostern. Wenn wir die ganzen Sachen einsammeln müssen, einfärben müssen. Aber von der Größe her sieht das... Ich dachte erst, das wären Sonnenblumen. Das ist so
so riesig. Das ist ja Riesenlöwenzahn. Hier, ne? Das hat so ein bisschen auch Ähnlichkeit mit meiner Sonnenblume, finde ich. So, Hufeisen ist da auch noch. Das nehmen wir dann natürlich auch mit, ne? Klar. Wie viel haben wir denn jetzt? 3 Hufeisen. So. Dann wollen wir doch mal. Die sehen gut aus. Ich habe das Gebräu gleich für dich fertig. Hier ist dein Gebräu. Gib es ihr sofort und vergiss nicht, mit ihr zu sprechen, während du ihr es gibst. Jeder genießt ab und zu ein wenig Aufmerksamkeit. Viel Erfolg! Oh, da hat sie recht. Nur weil sie eine Kuh ist, heißt das nicht, dass sie keine Aufmerksamkeit braucht. Na, Spirit, wie geht's, wie steht's? Ja, die Quests bei Spirit möchte ich auch hier noch wieder machen. Und zwar werde ich ihn mir hier auch nicht holen. Eins zu früh abgebogen. Ich werde mir hier zwar auch nicht holen, aber ja, machen kann man die Quest ja trotzdem, ne? So, steigen wir mal ab. Magst du das haben, Rosi? Oh. Das ist voll süß. Es ist echt schön, wenn man mal überlegt, wie die Kühe früher ausgesehen haben, ne? Und wie sie jetzt aussehen. Das ist schon wirklich ein krasser Unterschied. Wir könnten mal kurz noch das Pferd pflegen hier. Ich will mir ja hier eigentlich keine Stallhilfe kaufen. Das habe ich zumindest nicht geplant. Das heißt, dass ich wahrscheinlich auch... Oh, ich habe ja kein Futter mehr. Hahaha. Hahaha. Ich vergaß. Stimmt. Ja gut, das kriegen wir schon noch irgendwie hin. Ich habe ja noch genügend Geld, ne? Ja, ach Gott, 288 Schillinge hier. Rich und so weiter. Ne, eigentlich gar nicht. Sie sieht tatsächlich glücklicher aus. Was war der Trick? Löwenzahn? Wer hätte das gedacht? Naja, ne, sie hat halt auch Appetit gehabt, ne? Ich würde jetzt, glaube ich, erstmal ganz gerne hier weitermachen. Ach, guck, da hinten ist auch ein Dingsterbumster. Oder? Was musst du denn nochmal machen? Nee, ich glaube, wir können jetzt, glaube ich, auch Loretta retten, ne? Dass wir hier weitermachen können, oben auch mit der Brücke. Dass ich auch zeitnah die Erntefeldprovinz freischalte. Oder will ich erstmal... Nee, wisst ihr was? Ich will erstmal Silverglade freischalten. Ich glaube, dafür muss ich hier erstmal weitermachen bei Thomas. Ich habe fantastische Neuigkeiten für dich. Ich habe festgestellt, dass du ein Händchen für Melody Heart hast und ich habe mir die Freiheit genommen, mit den Besitzern zu sprechen. Vor ein paar Jahren sind sie von Jorvik ans andere Ende der Welt gezogen. Sie werden wahrscheinlich für viele, viele Jahre nicht nach Jorvik zurückkehren. Ich habe ihnen erzählt, wie toll du mit Melody Heart zurechtkommst. Und obwohl sie Melody Heart lieben, würden sie ihn dir für 300 Jorvik-Schillinge verkaufen. Es ist immer noch eine Sie. Das ist ein guter Preis und eine tolle Gelegenheit für dich. Ich verstehe, dass du vielleicht momentan nicht so viel Geld hast, aber mach dir keine Sorgen. Es gibt hier viele Möglichkeiten, gutes Geld zu verdienen, solange du dich nicht davor fürchtest, dir die Hände dreckig zu machen. Komm zurück, wenn du das Geld hast, und ich freue mich, dir dann die richtigen Dokumente überreichen zu können. Oh, ich hab sie ja sogar. Das ist hervorragend. Die früheren Besitzer werden überglücklich sein, Melody Heart in deinen umsorgenden Händen zu sehen. Ich bin stolz auf dich, Tiffany. Harte Arbeit und Entschiedenheit zahlen sich immer aus. Wir sehen uns bald. Guck mal, haben wir sogar... Ja, also jetzt sind wir echt pleite. Jetzt können wir für Melody Heart nichts mehr kaufen. Jetzt gehört sie zwar uns, aber wir können uns nichts mehr leisten. Okay, wir sollten vielleicht doch erstmal dann bei Ten weitermachen. Was ist mit Loretta passiert? Ja. Tiffany, hast du Loretta gesehen? Nein? Sie ist auf die Bobcat-Geländestrecke geritten, aber nicht zurückgekommen. Ich mache mir Sorgen, dass ihr etwas passiert ist, aber ich kann die Koppel nicht verlassen. Der Rest des Reitclubs sucht nach ihr und ich muss hier warten, falls jemand etwas findet. Ich brauche wirklich Hilfe, um sie zu finden. Kannst du zum Weg an den Klippen da drüben beim Bergreiten und nach ihr suchen? Natürlich tun wir das. Das machen wir doch sofort. Und da können wir nämlich jetzt auch gleich die Quest direkt abgeben, weil ich meine, da stand doch so ein komischer, genau, GED-Mitarbeiter. So. Stopp! Diese Straße wird für unsicher erklärt. Du kannst sie nicht weiterlaufen, reiten oder fahren. Große Felsbrocken haben die Straße komplett blockiert.
Ob ich ein Mädchen auf einem Pferd gesehen habe? Nein. Aber ich hoffe für sie, dass sie nicht unter den Felsbrocken dort begraben wurde. Dann wäre sie jetzt platt wie ein Pfannkuchen. Yay, Level 4! Da-da-dam, dam-dam. Nein, ich kann dich nicht vorbeilassen. Selbst wenn deine Freundin in Gefahr ist, die Straße muss erst geräumt werden. Das sind meine Anweisungen und ich verlasse diesen Ort erst, wenn Herr Campbell mir es sagt. Du hast ja keine Ahnung, was er mit mir machen würde, wenn er erfährt, dass ich mich nicht an meine Anweisungen halte. Wenn es so wichtig ist, warum bittest du nicht Herrn Campbell, den Bulldozer zu schicken? Du findest Herrn Campbell auf der Baustelle, nahe dieser wunderschönen großen Werbetafel, die du wahrscheinlich nur zu gern anschaust. Reite zu ihm und frage ihn, ob er schnell einen Bulldozer schicken kann. Alles klar. Machen wir doch sofort. Wow. Wir könnten auch noch bei Konrad Marsden den Auftrag annehmen. Mit Dingensterbumster. Mit, ist da eigentlich auch ein Hufeisen drin? Könnte schon sein, ne? Bei Konrad können wir auch noch einen Auftrag annehmen. Aber vielleicht sollten wir jetzt erstmal... Wir machen das hier erstmal fertig. Ich nehme nicht alles hintereinander weg an, weil ich jetzt eh nicht so viele Aufnahmen hintereinander machen kann. Die kriegen das schon geschaukelt. So, wir reiten jetzt erstmal zur Baustelle hoch und gehen erstmal Herrn Campbell auf die Nerven. Das können wir gut. Das können wir sehr, sehr gut. Falls ihr die Story noch nicht mitverfolgt habt und ihr auch selber kein Star Stable spielt... Das wird noch sehr, sehr spannend mit dem Kerl. Das kann ich euch sagen. So, Herr Campbell. Aha, was sehe ich denn da? Ein Stallmädchen aus Moorland wagt es, hierher zu kommen. Was willst du? Meine starken Maschinen sabotieren in einem jämmerlichen Versuch, diesen kleinen Bretterhaufen zu retten, den ihr einen Stall nennt? Keine Sorge, kleines Mädchen. Wir werden den Stall abreißen und neue Luxus-Apartments bauen, die wir für Millionen und Abermillionen verkaufen können. Ziemlich gut, oder? Ich werde reich und die Moorlands bekommen keinen Schilling. So arbeiten wir hier bei der GED. Oh, du bist nicht hier, um Ärger zu machen? Wirklich? Du willst, dass ich dir einen Bulldozer leihe? Du bist sehr witzig, kleines Mädchen. Ja, sehr komisch. Du willst also, dass ich einen Bulldozer schicke, um die Felsbrocken von der Straße zu räumen und eine Freundin zu retten? Ich sollte eigentlich einen immens großen Haufen Geld dafür verlangen. Aber eigentlich muss ich die Straße sowieso räumen. Ich warte auf die Abrissmannschaft und dieser Felsrutsch würde sie zwingen, eine Umleitung zu nehmen. Ich habe eine Idee. Wenn du mir hilfst, 4 Bäume zu markieren, die gefällt werden sollen, schicke ich einen Bulldozer, okay? Nimm dieses rote Klebeband und markiere diese 4 Bäume da drüben, dann helfe ich dir. Okay. Einverstanden? Ja. Wenn es nicht anders geht, dann müssen wir das so machen. Ich habe vergessen, die Gruppeneinladungen wegzuschalten. Verflixt. Musste ich die mit einem Item markieren oder ging das so? Ja. Klebeband. So. Jetzt der da. Jetzt der hier. Und der hier. Gut, dann haben wir das nämlich auch schon mal gemacht hier. Sah die Rinde schon immer so gut aus bei den Bäumen? Oh Gott, ich achte wieder auf Sachen. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, die hat sich optisch verbessert. Oder? Ich glaube, die hat sich optisch verbessert. So, mit ich will erreicht die bei mir schon mal gar nichts. Braves Mädchen, vielleicht solltest du dir überlegen, hier für uns bei der GED zu arbeiten. Wir suchen immer nach Leuten, die die Natur ausbeuten und zerstören wollen. Mein Versprechen? Ich erinnere mich an kein Versprechen. Das zeigt dir, dass du nicht jedem trauen solltest. Egal, ich hatte den Bulldozer sowieso schon losgeschickt. Man könnte also sagen, dass du all das umsonst gemacht hast. Siehst du? So läuft das. Na super.
Weg mit dem Mädchen. Du und ich sind hier fertig fürs Erste. Der Bulldozer ist unterwegs und du solltest dich lieber von ihm fernhalten. Also kannst du losziehen und deine Freunde auf den neuesten Stand bringen oder so etwas. Ich muss jetzt weiter den Abriss eures Stalls planen. Ach ja, der Herr Campbell. So haben wir ihn kennen und lieben gelernt. Gut, dann geht's jetzt zurück. Wir müssen ihm nochmal Bescheid geben. Müssen wir jetzt Ten Bescheid geben oder müssen wir... Warum bin ich denn hier stehen geblieben? Müssen wir Ten Bescheid geben oder müssen wir zu Thomas? Ich glaube, wir müssen zu Thomas, oder? Schauen wir mal. Wir reiten jetzt einfach mal wieder zurück. Geben die Quest noch ab für heute. So, guck mal hier. Hier können wir auch noch das Hufeisen mitnehmen. Hier werde ich es ganz genauso handhaben wie auf meinem Dina Sunfield-Account. Denn nur weil ich auf einem anderen Account bin, heißt es nicht, dass ich auf einmal kein ADHS mehr habe und mich besser konzentrieren kann. Das ist hier ganz genau dasselbe wie auch auf Dina Sunfield, dass ich in den Questfolgen niemanden mitnehmen werde. So, Ten. Hast du schon Neuigkeiten, was Loretta angeht, Tiffany? Ein Bulldozer ist unterwegs, um den Felsrutsch zu beseitigen? Gut, aber denk daran, dass Herr Campbell ein echter Fiesling ist und die GED so vertrauenswürdig wie eine Maus in einer Käsefabrik. Ja, gar nicht. Da versteht's jemand nicht. Ja, gut, ihr Lieben. Dann würde ich sagen, dass ich mich für heute erstmal von euch verabschiede. Dann würde ich mich nämlich für heute von euch verabschieden. Bedanke mich ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen. Und oh, da hinten ist noch ein goldenes Hufeisen. Das nehmen wir noch mit. Direkt hinter Josh. Das Rennen können wir auch noch nicht machen. Ich weiß gar nicht mehr, wann man das Rennen machen kann. Keine Ahnung, keine Ahnung. I don't know. So, ihr Lieben. Dann würde ich sagen, ich verabschiede mich für heute von euch. Bedanke mich ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen. Und ja, ihr müsst diesmal keine 2 Tage auf die nächste Folge warten, denn ich glaube, wenn das so weitergeht, dann bleibe ich gar nicht mehr auf einem Server, dann wechsle ich täglich. Weil ich glaube, ich werde jetzt jeden Tag irgendwo hin wechseln und ich glaube, ich werde auch nicht nach der Reihenfolge wechseln, damit man sich bloß nicht darauf einstellen kann, auf welchem Server ich bin, weil so geht das definitiv nicht mit den Aufnahmen. Das geht auf gar keinen Fall klar. Gut, ich hoffe, dass ich mich jetzt in Ruhe von euch verabschieden kann. Bedanke mich fürs Zuschauen und morgen geht's dann weiter. Bis dahin, tschüss!